Ladies und Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu So Long Journey Home. Mein Name ist Captain James Jean-Luc T. Blub. Den Namen habe ich mir nicht gerade ausgedacht, das ist wirklich mein richtiger Name. Und ich bin der absolut beste Captain, den es aktuell auf diesem Planeten gibt und der offensichtlich auch am besten für diese Mission geeignet ist, um vier Weltraumpioniere, möchte ich schon fast sagen, auf einer Reise nicht nur zu begleiten, sondern auch wieder zurückzubringen. Und genau das ist unsere Aufgabe hier in The Long Journey Home. Wir sind Kapitän einer Vierertruppe, die den ersten Weltraumsprung der Menschheit wagt. Und ich glaube, es geht Richtung Alpha Centauri, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und unser Ziel ist es, kurz mal vorbeizuschauen mit unserer neuen Technologie und dann auch hoffentlich recht gut wieder zurückzukommen. Ob die zweite Hälfte so ganz einfach funktionieren wird, ich wage es mal ein bisschen zu bezweifeln, ansonsten wird das ein ziemlich kurzes Projekt. Ich drücke mal auf Mission starten. Willkommen beim Projekt Daedalus, dem Jungfernflug des ersten sprungfähigen Schiffs der Menschheit. Bitwille vier Crewmitglieder, die das Schiff nach Alpha Centauri und zurückfliegen. Ihr Fachwissen und ihre Spezialfähigkeiten werden wichtig für diesen Erkundungsflug sein. Voraussichtliche Missionsdauer 3 Tage. Das dachte sich die Voyager damals auch und genau deswegen bin ich auf dieses Spiel sehr, sehr gehypt. Es erinnert mich ultra an die Serie Star Trek Voyager. Der Anfang weist auch ein paar gewisse Parallelen auf. Wir gucken uns mal an, wen ist hier. Moment. Habe ich jetzt. Achso, okay. Siobhan Hartigan. Was ist denn für ein Name? Eine Archäologin. Sie bringt das Item Kristallschädel mit. Das ist zum Glück überhaupt keine Anspielung, denke ich mal. Sie wurde uns von unseren Sponsoren empfohlen, eine Archäologin. Naja. Könnte nützlich sein, bin ich mir nicht so sicher. Malcolm Winters, ein Testpilot. Eine Testpilot, der offensichtlich nicht so ganz von dieser Mission begeistert ist, wie es scheint. Was bringt er denn mit? Ein Reparaturset für das Landemodul. Malcolm, ja, klingt interessant. Malcolm, eine Ingenieurin, oha. Alessandra Iacovelli, was haben die denn alle für einen Namen? Was hat sie denn dabei? Eine private Werkzeugkiste für Reparaturen von Geräten. Ja, das klingt auch schon mal nicht so ganz verkehrt. Ein Botaniker, Ash Malhotra. Da sein Name Ash lautet, habe ich schon mal einen gewissen Groll gegen ihn wegen Ash Ketchum. Ja, ein Botaniker, brauchen wir unbedingt einen Botaniker, was nimmt er denn mit seiner Hauspflanze? Naja, gut. Könnte nützlich sein. Ja. Benoit Verdier. Ein theoretischer Physiker, alles klar, theoretische Physiker brauche ich auf jeden Fall schon mal nicht. sehr gut. Das Universum ist Mathematik und ich bin sehr, ja genau, auf jeden Fall. Was hat er denn dabei? Eine weiße Pille. Benoits Pillen, beschriftet mit nur zum Gebrauch durch Benoit, unterschrieben von Dr. B. Verdier, also von ihm selber. Naja, also mein Favorit aus der ersten Reihe ist bisher der Testpilot. Wir brauchen auf jeden Fall einen fähigen Piloten, außer meiner Wenigkeit natürlich. Und sein Reparaturset sieht auch recht praktisch aus. Ich würde mal sagen, Malcolm, du bist auf jeden Fall mit dabei. Kirsten Barrasso, eine Astronautin. Oh, das klingt doch schon mal sehr prädestiniert für diesen Job. Was bringt sie denn mit? Ein Reparaturset für die Außenhülle. Ohne Spaß, ich würde mal sagen, da brauche ich nicht lange überlegen, du bist Nummer 2. Nikolai Lebedev, ein Forscher. Ein Ungezieferspray, ja.
Ja. Miriam Wagner, Missionskoordinatorin. Aha. Ein Notfallsender sendet einen Hilferuf aus. Ja, also ich weiß ja schon ein bisschen, wo wir gleich ungefähr landen werden. Ich weiß nicht, ob so ein Notfallsender da mega viel Sinn macht. Klingt auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt. Haben wir denn hier, ich muss gerade an zum Beispiel die Star Trek-Serie denken, wo diese Übersetzerin mit dabei war. Das war ja eigentlich ziemlich praktisch. Simon Castillo, Konzerndirektor. Ja, ein Bergungsset. Alles, was man für einen Beutezug in Wracks und Ruinen benötigt. Das klingt ja ehrlich gesagt schon mal gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Zoe Creed, eine zivile Beobachterin. Sie bringt ihr Laptop mit, wovon sie ihre Blogger-Einträge irgendwie schreibt. Boah. Haben wir denn keine, wie heißt das denn, Linguistin oder so? Heißt das Linguistin, die halt sich, also so jemand, der sich halt ultra geil mit Sprachen auskennt, heißt das nicht Linguistik oder so? Wer könnte denn gut eventuell so ein Sprachgenie hätte ich ja schon gerne mit dabei. Fällt das vielleicht in Ihren Bereich? Das ist echt hier, das ist echt eine Qual der Wahl. Also der Testpilot mit seinem Reparaturset und die Astronautin mit ihrem Reparaturset, die nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Missionskoordinatorin. Ja. War ganz ehrlich, ich nehme mal diesen Typen mit, weil sein Bergungsset, das klingt irgendwie interessant. Das will ich irgendwie gerne mal ausprobieren. Ja, da wir hier nicht so. Oh, Ingenieurin klingt natürlich auch praktisch, muss ich ehrlich gesagt sagen. Eine Ingenieurin könnte man eigentlich immer super dabei haben. Ich glaube, ich nehme die mit. Ich nehme den Testpiloten mit, die Astronautin, die Missionskoordinatorin und den Konzerndirektor. Das wird schon werden. So, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns mal unser Schiff an. Ja. Okay, das hier sieht mir noch so eine Art Mittelding aus, wenn ich ehrlich bin. Sehr gute Höhenstärke, einen sehr guten Treibstofftank. Kann man aber nicht so gut manövrieren. Nee, die Discovery auf gar keinen Fall. Ich würde sagen, ich nehme mal das Schiff hier. Das sieht mir eigentlich ziemlich gut aus. Das Landemodul. Könnte sein, dass ich gleich eventuell die Grafik ein bisschen runterstellen muss. Irgendwie ist das gerade ein bisschen am Ruckeln. Bei mir, mein Rechner ist ja auch nicht mehr der jüngste. Serenity. Pathfinder. Nee, lieber nicht, ey. Boah, ich glaube, ich nehme hier den ersten mal wieder das solide Mittelding. Konnten wir hier noch. Moment, ich habe gerade irgendwas mit Farbe gesehen. Ich glaube, dann verändert sich auch. Oh, das sieht doch cool aus, oder? So was Blau-Schwarzes? Das gefällt mir, das nehme ich. Okay. Dann kommen wir hier zur lustigen Sache. Wir können hier einen Seed eingeben. Ich muss mal gucken, wie das hier funktioniert. Ah, lol. Okay. Warte mal.
Moment. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ach so, ich gebe das hier einfach auf. Also bin ich jetzt da? Ach so, okay. Verstehe, verstehe. Okay, so. Es ist natürlich klar, welchen Seed ich nehme. So, Sekunde, ich muss mal gerade. Ach so, der springt automatisch weiter. Ah, schön, dass ich das auch mal jetzt bemerke. Es steht natürlich außer Frage, welcher Seed der absolut beste ist. Ich habe Gerüchte gehört, dass angeblich der Sitani-LP ziemlich gut sein soll. Aber jetzt mal unter uns, Insider wissen natürlich, es gibt nur einen geilsten Seed auf diesem, also ich fast gesagt, auf diesem Planeten, in diesem Universum natürlich. Und das ist natürlich dieser Seed hier. Also wenn ihr ein richtig geiles Universum spielen wollt, dann müsst ihr. Ihr müsst zwangsläufig Blub 340 nehmen. Weil das ist der einzigste Seed, der wirklich die pure Awesomeness in sich vereint hat. So, da würde ich mal sagen, können wir loslegen. So, was haben wir hier dabei? Das sind die vier Ausrüstungsgegenstände und das hier ist das so eine Art. Da hier so eine Spritze drauf ist, würde ich jetzt mal auf dem Erste-Hilfe-Set tippen. Auf der Erde starten, nach dem ersten Sprung starten. Wir werden natürlich auf der Erde starten. Ich fürchte nur, es könnte ein bisschen ruckeln. Mal gucken. Wir starten natürlich von ganz vorne, versteht sich. Das ist natürlich klar. Okay. Ich bin bereit. Alles klar. Starte, indem du den Cursor über das Landemodul bewegst und Schub gibst. Oh, jetzt geht's los. Ja. Schub, Rückschub. Uah. Rückschub. Uah. Oh, Das war nur ein Test. Das war nur ein Test. Gar kein Problem. Oh, lol. Ja, hier, easy. Guck mal hier. So schön ein bisschen schräg. Das lief doch schon mal recht erfolgreich. Ne? Ich musste natürlich auch ein bisschen die Hülle testen. Nicht, dass wir mit so einem Pappkarton ins Weltall fliegen. Das wäre unverantwortlich. Angedockt. Sehr gut. So, wir müssen zum Mars. Okay, wir müssen zum Mars. Der Mars ist in welcher Richtung jetzt gerade? Auf der Minimap markiert. Lande dort. Karte W. Okay, ich öffne mal die Karte. Oh, je. Okay, das ist der Mars. Wir sind gerade. In welche Richtung gucken wir denn gerade? Ah, hier komm. Und Schmackes. Wow. Was? 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 Gib. Ja, ich wollte gerade Schub geben. Ja, gib Schub, ja, das habe ich mir schon gedacht. Gravitationsquellen, okay, ja. Halte Space, um den orbitalen Autopilot zu aktivieren. Ich möchte jetzt ja hier erstmal Schub. Jaha, danke, danke, danke. Der Boost. Ja, danke, Moment. Ich kriege das hin und go. So, wir müssten theoretisch recht gut auf den Mars zufliegen. Okay, warte mal, jetzt drehe ich mich. Ja. Ja, das ist jetzt ungünstig, dass es jetzt gerade mitten im Anflug kommt. Ja, wow. Danke. Danke, Spiel, dass du mich mitten im Anflug. Ja, jetzt werde ich den Mars wahrscheinlich verfehlen. Ja. Dankeschön. Ah, das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin. So, warte mal. Mitgefühl, Mitgefühl, Mitgefühl. Halte Space. Ich halte Space gedrückt. Okay, das war anscheinend zu spät. Okay. Der müsste sich jetzt aber eigentlich selber einpendeln, oder? Okay, warte.
Ja, sehr gut. Und jetzt macht das automatisch. Jawohl. Sehr gut. Das hat doch schon mal richtig gut funktioniert. Und ich würde mal sagen, wir sollen da ja landen. Dann machen wir es doch einfach mal. Oh shit, ey. Oh shit. Oh. Wie ist nochmal unser geiler Testpilot? Okay. Nein, nein, nein. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Okay. Ruhig, ruhig, Leute, ruhig. Shit, oh shit, oh shit, oh shit. Wow, alles ist gestorben schwer. Okay, warte, Moment, Moment, Moment. Ganz ruhig. Oh, ja, das war geplant. Okay, Moment. Wir machen das nochmal. Ja, wir machen das. Wir machen das. Okay. Das Problem ist, dass es ja echt gerade bei mir ein bisschen ruckelt. Okay, ich habe es geschafft. Es lief jetzt nicht so sonderlich gut. Okay, das Problem ist, das Spiel hat bei mir eine Verzögerung. Also wenn ich meine Maus hier bewege, also wenn ich so mache, das dauert echt teilweise fast schon eine Sekunde, bis er quasi mitschwenkt. Moment, kann ich das in den Optionen? Also das ist echt ungeil. Was haben wir denn hier? Ach du heilig Scheiße, alles auf episch. Freunde, wollt ihr meinen Rechner durchschmoren oder was? Moment, Moment, Moment. Wir machen hier erstmal alles eine Stufe nach unten. Beziehungsweise das machen wir mal so. Okay, ich mach mal auf Fortsetzen. Also wenn das so mit Verzögerung arbeitet, dann kann das Landen ja echt ein Spaß werden. Der Länder reagiert echt mit einer enormen Verzögerung auf die Maus. Na gut, wir untersuchen mal den Ort. Der Kommunikationsknotenpunkt deines Schiffes. Ja, okay. Großer EM-Kanister. Den hätte ich gerne. Oh, wir haben noch ein Geschenk für euch. Der Boss will, dass ihr unseren neuen Schildgenerator, jawohl. Schildgenerator nehme ich instant mit, Freunde. Instant. Alles klar. Da würde ich mal sagen. Wir sind hier fertig. Wir haben die beiden Items abgeholt. Auch ein Captain eines Raumschiffs muss mal einen kleinen Schluck trinken, gerade bei dieser Hitze hier. Schiff wurde während der Landemodulmission im Orbit betankt. Das ist sehr gut. So, wir müssen ins Schiff gehen. Alter, was habe ich denn gerade für ein extrem lautes Brummen auf dem Ohr? Holy shit. Alter, es ist laut. Was zum Henker ist das? Moment. Was zum Henker ist das? Alter, was ist das für ein ekliges Brummen, was ich auf dem Ohr habe? Alter, das ist laut. Okay, ich hoffe, ich kriege das nachher rausgefiltert. So, das Schutzschildmodul. Schutz gegen Energiestöße. Wer könnte das denn mal machen? Ich stecke es. Okay, er macht schon mal nicht. Ja, hier komm. Ja, easy. Sehr gut. Auf ihn ist Verlass. So, dann haben wir noch unseren großen EM-Kanister. Das kann mal sie übernehmen. Treibstoff für drei Sprünge. Ja, sehr gut. So, wir sind hier gerade im Labor. Was ist das hier denn? Ein Medikit, ja, sehr gut. So, was haben wir denn? Nichts auf dem Schirm, sehr gut. Datenbank. Halte Schub und Boost.
den. Ach so, also rechte und linke Maustaste quasi. Brücke, was sagt denn die Brücke? Boah, dieses Brummen geht mir ein bisschen auf die Eier, muss ich sagen. Schiffshülle, Treibstofftank. Haben wir keine Schilde? Ups, jetzt bin ich ins Mikro gekommen. Haben wir keine Schilde? Anscheinend nichts, was es wert ist, in Prozent ausgedrückt zu werden. Okay. Leerer Steckplatz. Oh, wir können unser Raumschiff erweitern. Das finde ich ja interessant. Landemodul aus 78%. Ja, ist noch alles bestens. Ist noch alles bestens. Das sieht doch gut aus. So. Okay, verstehe. Was haben wir denn geladen? Dreimal Wasserstoff. Okay, wahrscheinlich für unsere drei Sprünge, gehe ich mal von aus. Landemodul, Frachtschiffs. Was haben wir hier? Schiffsreparatur, Landemodulreparatur, okay. Ach so, hier blau, blau, grün, verstehe. Was haben wir hier? Fracht abstoßen. Quartiere. Im Labor kann ich alle rechtzeitig heilen. So. Ein Notsignal ist ein Zeichen von Schwäche. Wir sollten es nur benutzen, wenn wirklich keine andere Wahl bleibt. Ja. Komm hier. Bleib mal geschmeidig. Oh, endlich ist dieses Brummen weg. Okay, dann würde ich mal sagen, auf nach Alpha Centauri, habe ich gehört. Let's do this. So, Alpha Centauri, wo magst du denn ungefähr liegen? Vielleicht ungefähr hier. Ich halte beides gedrückt. Und los geht's. Mr. Spock, Energie. Bitte was? Oh shit. Das sieht ungesund aus. Unser Arsch brennt. Ja, wir haben uns leicht verfahren. Simon Castillo hat eine Gehirnerschütterung. Eieiei. Weit, weit weg von zu Hause. Irgendwas ist blockiert. Sprungantriebs Fehlfunktion. Etwas hat die Raumfaltung beeinflusst. Wo zur Hölle sind wir? Das ist nicht Alpha Centauri. Die Sensoren zeigen ein großes Trümmerfeld. Wir sind hier gefangen. Mit Q könnte ich die Waffen laden. Ich gebe mal. Ja. Ach so. Okay, so gebe ich Schub, verstehe. Ja, und gerade dieser Anfang erinnert mich doch recht stark an Raumschiff Voyager, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir manövrieren mal hier ein bisschen durch das Trümmerfeld. Ihr werdet gleich schon sehen, was ich meine. Was zum Henker ist das? Ich sollte da vielleicht nicht so mega nah ranfliegen. Okay, können wir anhalten? Können wir stoppen? Bleiben wir so stehen? Okay. Können wir irgendetwas sehen? Wir können nichts sehen. Okay, unsere Schiff. Oh, ah ja, klar, unsere Schiffshülle hat nur 4% Schaden genommen. Wie sieht es denn mit unserem Antrieb aus? Unser Arsch stand doch in Flammen.
Okay, ja, gut. Dieser sehr unauffällige gelbe Marker da unten scheint mir etwas sagen zu wollen. Vielleicht sollte ich da mal hinfliegen. Schauen wir uns das gute Stück doch an. Hallo, ist jemand da? Kein Ton. Daedalus 7. Mirem hier. Könnt ihr mich hören? Positiv. Verstanden. Startet die Erkundung des Wehres. Sie wurde eindeutig nicht für Menschen gebaut. Ach, wirklich. Alles ist so groß, definitiv nicht mehr im besten Zustand. Da sind riesige Löcher in den rostigen Wänden und gigantische Glaskondensatoren knistern vor Spannung. Warst du schon mal auf unserer Brücke? Das knistert. Meine Kopfhörer, Alter. Keine Lebenszeichen. Laut den Anzugssensoren besteht die Luft hier aus Ozon, Stickstoff, ein paar unbekannten Elementen und... Okay. Habe eine Tür gefunden. Die Stromversorgung scheint noch inaktiv zu sein. Sieht so aus, als erwarte sie irgendeine Art von Signal. Ja gut. Nehmen wir mal das Ausrufezeichen und das Fragezeichen, das sieht sehr vertrauenserweckend aus. Wartet mal, hier ist ein Computerterminal. Es übersetzt alles, was ich sage, in Symbole. Es könnte mit unserer Technologie kompatibel sein. Jemand sollte es auf das Schiff bringen und mir dann von dort aus eine Nachricht schicken. Ein Kommunikationsmodul, mit dem wir alle möglichen Sprachen halbwegs gut übersetzen können. Das klingt doch schon mal recht gut. Ich würde sagen, das installieren wir einfach mal. Habt ihr es installiert? Schickt den Code rüber. Alles klar. Die Tür entfaltet sich wie eine Blume aus Aluminium. Dahinter befindet sich ein Kontrollraum. Ich sehe keine Knöpfe oder Schalttafeln. Köpfe hoffentlich auch nicht. Aber in der Mitte des Raumes steht eine Halterung. Irgendetwas ist da drin. Ich kann es nicht erklären, aber es ruft mich zu sich. Ich glaube, es will, dass ich es an mich nehme. Ein Schlüsselstein. Na, ich habe jetzt nicht so die Auswahl, sage ich mal. Verstanden. Ich müsste es mit meinem Plasmabrenner lösen können. Ich hab's, wartet mal. Die Betriebsgeräusche haben aufgehört. Die Sphäre schaltet sich komplett ab. Ich kehre zum Schiff zurück, solange ich noch kann. Okay. Wie hieß das bei Voyager nochmal? Der Wächter oder so? Oder keine Ahnung, dieses riesige Ding, was die ganzen Raumschiffe zu sich hingezogen hat. So, hier sind doch jetzt Trümmer, ne? Hier sind doch jetzt ultra viele Trümmer. Unser Arsch brennt immer noch ein bisschen, kann das sein? So, warte mal, wenn ich jetzt hier auf unser Schiff gehe. Zählt das jetzt auch schon? E schließen. Ich kann es aber nicht wirklich benutzen. Sollte ich es jetzt schon benutzen? Ich würde mal sagen, wir machen hier erstmal einen Abgang.